Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zum letzten Part von Kaikatsu. Ich habe jetzt ein bisschen mal geguckt. Also wir müssen in einer Beziehung sein, dann nochmal auf ein Date gehen können und dann werdet ihr erst die richtigen Sachen zusammen bekommen. Also besser gesagt, dann wird es erst alles richtig klappen. Wir gehen einfach mal in den nächsten Tag rein. So, ich habe ja gesagt, mit den Conference Gain ist das so eine Sache. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Irgendwer wird uns bestimmt irgendwann oder irgendwie fragen. Ich werde das alles zusammenskippen, das zusammenschneiden. Ich werde jetzt nicht komplett durch alles da so stehen lassen. Wir werden also alles noch so weiterspielen, weil das könnte sich jetzt über mehrere Tage hinziehen. Wir werden sehen, wer es dann wird. Ich will erstmal nur gleich am Anfang an schon mal auf das Cheat-Menü eingehen. Deswegen werde ich euch jetzt einfach mal in aller Ruhe von der Mod das Cheat-Menü nochmal erklären. Weil das war auch so ein Teil, den wollte ich gerne nochmal ansprechen. Für alle Leute, die keine Lust haben, natürlich das Ganze so zu spielen, wie ich es gespielt habe, mit den ganzen Kennenlernen, mit dies und das alles, gibt es natürlich das Cheat-Menü. Da könnt ihr dann natürlich alles Mögliche einstellen, was ihr alles haben wollt. Und das zeige ich euch aber gleich. Auch wie man es öffnet, wie man es benutzt. Über die Mod selber noch ein paar kurze Statements. Und dann wollen wir mal gucken, wer uns fragen wird. Denn ich habe mir überlegt, ich werde... man kann auch selber fragen, ihr habt das ja auch schon mitgekriegt. Man kann ja auch selber Conference geben. Das Ganze hatte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, sondern ich wollte wirklich mit dem fragen, dass mich die Person fragt. Na, das sollte eigentlich in der Richtung so drin sein. So, ihr wisst natürlich immer, beim jedem Neustart des ganzen Spiels, ich musste einmal das ganze Spiel raus, dann wieder rein, weil ich meinen alten Speicherstand laden wollte, wo wir stehen geblieben sind, nachdem ich getestet habe, wie es funktioniert. So, wir gehen einfach erstmal an einer kurzen, ruhigen Ecke hin, wo ich euch ein bisschen das Cheat-Menü erklären kann. Am besten, hier ist ja kein Boys-Menü rum. Okay, wir stellen das einfach hier. So, ihr drückt erstmal das Pause-Symbol auf euren PC. Und dort seht ihr schon, öffnet sich unten eine kleine Leiste. Jetzt klickt ihr auf den mittleren Mausbutton, dann könnt ihr hier einmal alles öffnen. Ihr könnt hier das Cheat-Menü öffnen. Ihr seht hier die Strange, die Time, am besten bei Time. Lasst alles so, wie es ist. Wenn ihr dazu schnell einstellt, dann rast das ganze Ding durch. Ihr könnt die nächsten Wochen einstellen. Ihr könnt den Namen der Schule nochmal ändern. Ihr könnt euren eigenen Namen nochmal ändern. Ihr könnt euren Club-Points nochmal hinzugeben. Ihr könntet Stop Shame Reaction in the Bathroom eingeben. Das heißt, oh Gott, da kommt gleich Besuch auf mich zu. Wartet mal eben ganz kurz. Wir wollen ja mal eben den Besuch nochmal, ne? Eventuellerweise. Smalltalk kurz hinterhergebracht. Age Talk mal eben ganz kurz reingelegt. Oh nein, echt jetzt? Das meinst du nicht ernst, ey? Ja, ich glaube, ich brauche nicht viel skippen, ne? Konoka gesteht uns gerade ihre Liebe. Ich hatte eigentlich gedacht, das dauert alles ein bisschen länger. Jetzt keine Witz, ehrlich. Ich hatte wirklich gedacht, das dauert ein bisschen länger. Normalerweise dauert sowas echt mal lang. Ich hatte ja gesagt, bis die erste kommt, ne? Eigentlich müsste ich jetzt meinen treuen Schwur leisten. Ja, komm mal, komm. Du bist es. Ihr seht, wie sich dann der Balken hier ändert. Honoka ist jetzt in uns. Wir sind jetzt verliebt. Also es ist eigentlich so ein Liebesbalken. Ich habe es immer als Beziehungsbalken immer gesehen, weil das heißt, also ihr seid jetzt miteinander so gesehen verliebt ineinander. Ihr habt euch gegenseitig eure Liebe gestanden. Und ja, komm, dann kannst du auch gleich mit mir als nächstes auf ein Date gehen, oder? Da können wir ja das Wochenende gleich das Date fein durchdrücken, ne? Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja, komm. Wenn ich den Tag heute perfekt machen will, gehen wir noch zum Essen. Ey, ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass die
Was ist los? Okay, so, ja, wie ihr seht, das ging schnell, wa? Ich hätte selber nicht erwartet. So, ich gehe jetzt nochmal wieder in meine Ecke wieder zurück und stelle mich da hinten nochmal einfach ganz ruhig hin. Alter, ich hätte selber nicht erwartet. Was war das denn jetzt? Ach, Glückwunsch, wir haben unser Date. So, wo waren wir stehen geblieben? Stimmt, wir waren stehen geblieben beim Pause-Menü und beim Erklären. So, wie gesagt, hier unten habt ihr die Time-Einstellung. Dadurch geht das ganze Spiel, den Part würde ich komplett überspringen. Ihr habt hier Make Player Uninsensible, könnt ihr hier eingeben, Make Player No Clipping, Open Player Data Inspector, ihr könnt nochmal die ganzen Daten nochmal alles genau ansehen. Ihr habt ja wahrscheinlich den wichtigsten Button, den ihr haben wollt, das ist der Girl's Stat. Ihr könnt, hier haben wir gerade geredet mit Nimani Honoka. Ihr könnt Everybody Friendly machen, Everybody's Love, Everybody's a Club Member, Version, Inspirant, ne? Ihr seht ja selber, was hier los ist. Clean Everyone's Dishes, also das wäre dann eben halt, ne, dass alle wieder alles vergessen. Dann habt ihr noch die Heroic List, die ihr noch in einen durchkommen könnt. Ihr könnt All Unlock, Unlock All Age Position könnt ihr machen. Everyone ist übrigens wirklich mit jedem gemeint. Das ist auch mit der Sache hin gemeint, dass ihr bei den Lehrern auch alles freischalten würdet. Na, nur mal ganz kurz dazu gemerkt. So, ja. So viel also zum Cheat-Menü. Dann haben wir noch den Inspektor. Den kann man noch anklicken. Könnte man sich auch mit dazu holen. Einige nehmen noch den Objective-Browser für verschiedene Sachen, die man halt so noch so zu Sachen, Objekte, um zu gucken, ob alles richtig eingepackt ist. Das ist hier der Objective-Browser. Ist aber eher uninteressant für die meisten, außer eben halt, die sich ein bisschen mehr mit der ganzen Sache auskennen und sich ein bisschen mehr... Für die meisten wird eigentlich nur das Cheat-Tool sehr interessant sein. Profiler haben wir hier auch noch. Der weiß ich allerdings nicht. Ach, der ladet bestimmt ein Profil hoch, wenn man sich ein eigenes Profil fertig gemacht hat. So, Reset kann man natürlich auch drücken, aber für die meisten ist es halt sehr interessant, dass sie einfach hier diesen Cheat-Tool machen können. Wenn ihr das Ganze nicht mehr wollt, einfach auf Pause wieder drücken, dann seid ihr wieder raus. Und das Ding ist auch wieder vorbei. Ne? Immer einmal die Mittelmaustaste und die Mittelmaustaste wieder raus. Ihr kennt das ja selber, wenn ihr hier die ganzen Sachen anklickt, ist das Ganze halt eben einfach und locker erledigt. So. Ja. Das war's. Wir haben unser Girlfriend. Selber richtig überrascht, die den Arsch in der Hose hatte, uns zu fragen. Gut. Geben nochmal die Zeit nochmal ab. Wir werden jetzt gleich... Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt gleich nach Hause. Skippen die Zeit, gehen zu unserem ersten Date und werden dann unseren ersten Date, ich kann es auch gar nicht glauben, aber ist wirklich so, unseren ersten Date, ja, werden wir wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob es gleich schon klappt, ich bin mir nicht sicher, ich werde es aber gleich sehen. Auf alle Fälle werden wir am Wochenende ein Date haben, deswegen gehen wir auch gleich nach Hause, was sollen wir auch noch großartig hier? Höchstens eventuell, es kommt noch eine Überraschung auf uns zu, aber das glaube ich eher nicht. Ja, unser Girlfriend sitzt da auch und wartet. Das ist unbelievable. Normalerweise dauert sowas. Ihr könnt manche Koikatsu-Spieler fragen, dass sie eigentlich auf euch zukommen oder euch fragen relativ lange, als wüsste sie vorher schon, was passiert ist. Sag Bescheid, wenn du was Besseres zu tun gefunden hast. So, wir gehen jetzt einfach direkt nach Hause. Normalerweise könnt ihr alle auf Liebe bringen. Ihr könnt mit jeder Einzelnen verliebt sein. Das ist gar kein Problem. Kriegt ihr alles hin. Ist alles easy. Könnt ihr machen. Ihr müsst da nur aufpassen, dass ihr beim, wenn ihr mit der jetzt Age habt, dass die anderen euch dabei nicht erwischen. Das ist nur eine Sache, aber das ist egal. So, wir skippen bis Freitag runter und wir gucken uns einfach nochmal direkt den Samstag einfach nochmal an. Ey, da musst du dir mal überlegen. Ey. Ich hätte mich jetzt darauf eingestellt, dass ich noch ein bisschen warten muss, bis irgendeine überhaupt mal ankommt. Aber Überraschung. Wirklich Surprise. Also ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass das noch jemand fragt. So schnell auch.
Da hatte ich ja echt den passenden Zeitpunkt. Als wäre das Spiel gemerkt, okay, Finish Line kommt, wir legen mal los und jetzt die schicke ich dir einfach. So. Passiert ist passiert. Wie gesagt, ich habe ja gleich am Anfang an gesagt, die erste, die uns fragt, oder besser mit der Liebessache da ankommt, da gehen wir dann drauf ein und die Sache ist durch. Und das haben wir auch gemacht. Also meine Güte, wunderbar. Ich hätte es jetzt nicht erwartet. Minami, ne? Muss mir noch den Vornamen von ihr merken. Das kriege ich ein Problem bei ihr. So, sie sitzt doch da schon gleich wieder. Begutachtet uns sehr genau. Nicht, dass wir vielleicht mal auf dumme Ideen kommen könnten oder so. Ne? Ja, ne? So, wir verstehen uns. Es könnte natürlich auch passieren, dass andere Leute natürlich auch noch ankommen werden und uns fragen werden. Dementsprechend gehe ich aber mal nicht von aus. So, übrigens ist sie jetzt auch in den Kontakten gespeichert. Jetzt ist das Handy auch aktiviert, das wollte ich euch auch nochmal sagen. Ihr könnt sie jetzt anrufen, wenn ihr woanders seid und könnt sie herbestellen. Na, das Thema ist jetzt, das sind immer die, in die ihr verliebt seid. Die sind immer im Handy drin. Na, also diejenigen, mit denen ihr dann zusammen, oder besser gesagt, verliebt seid, die kommen dann eben halt in die Handynummer-Sache rein. Ich hätte eher auf die oder vielleicht sogar Karen oder so getippt. Was willst du hier? Ey, komm, jetzt dreh mir nicht am Rad. Nie im Leben wirst du das wagen. Oh, das ist Smalltalk. Können wir ja auch noch machen. Gar kein Problem. Also wie gesagt, ich wäre selber sehr überrascht, dass das so schnell funktioniert hat. Eieiei. So. Genau, du kannst gehen. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das mit der Lehrerin jetzt auch irgendwie mal funktioniert. Sprechen Sie einfach mal direkt an. Nee, da sollte man wirklich mehr Sachen haben. Friendship-Basis ein bisschen nach oben bringen. Dann klappt das auch. So, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich in die nächste Runde rein. Falls nicht ganz zufälligerweise irgendwer auf die schlaue Idee kommen sollte, mit uns nochmal anzusprechen. Ah, komm, wir gehen nach Hause. Nein, warte mal. Und schon werde ich angesprochen. Ich fahre dann gehen nach Hause und schon wird man dann gelabert. Was ist? Zum Lunch können wir auch gerne gehen. Kein Problem. Damit hätte ich ja eher gerechnet, aber nicht, dass eine sie einfach herkommt und so die Liebe gesteht. Sehe ich auch so. War lecker, hat Spaß gemacht, alles in Ordnung. Kann man ja mal bringen. So, und die nächste auf dem Balken kommt nochmal angewackelt. Mal sehen, was sie will. Von mir aus auch. Wie gesagt, Lunchen, das war die optionale Idee. Ich hab echt gedacht, die kommt hin und so lunchen und damit chatten, das machen sie ja immer. Sie hat uns wahrscheinlich gerade Hirnbrei reingepackt oder so. Wahnsinn, Wahnsinn, ich sag's euch, Wahnsinn, ey. Du hattest doch gerade schon das Vergnügen, oder? Wollt ihr euch jetzt gegenseitig über den Haufen rammen? Und erklären, wer ist der Bessere von euch? Na gut, von mir aus. So, ich glaube, du hast nochmal Stil, auf mich zuzugehen. Na komm, dann du auch nochmal im Land. Was willst du denn? Komm, nehmen wir heute mal mit. Was willst du? Ja, klar. Okay. Lunch hier. Alles, seht ihr, das sind so...
Was sind so die Hauptfragen, die ihr bekommen werdet? Lunch, Lunch, Lunch. Aber doch nicht sowas. So, komm. Ich glaube, wir sind durch. Wir machen den nächsten eben noch den Nun durch. Ihr könntet sie jetzt sogar fragen, wenn ihr mit ihr zusammen nach Hause geht, ob sie bei euch übernachten möchte. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, meiner Meinung nach. Dann übernachtet sie bei euch, weil sie ist ja eure Freundin und da gibt es dann nachher die Auswahl, ob sie bei euch übernachten soll. Naja. Also wie gesagt, mit Karen zwei Dates gehabt. Ich gedacht, die scheißt mich voll. Kommt an und macht das durch. Aber, surprise, surprise. Unsere Freundin hängt uns jetzt auf alle Fälle ewig am Arsch. Na gut. So, versuchen wir es nochmal. Meint ihr, da kommt noch eine? Gute Hose. Aber ich denke mal nicht, dass da noch jemand angedackelt kommt. Irgendjemand Zielführung auf uns genommen? Nein. Keiner nimmt eine Zielführung auf uns. Das ist doch schon mal interessant. Nee. Nee. Nee, wir stehen mitten in der Mitte. Doch, eine nimmt schnurstracks geradeaus. Okay, was will sie jetzt? Oh mein Gott. Das Koikatsu-Unternehmen, das ist auch alles in Ordnung. Das sind so die normalen Standardsachen. Was hat denn... Wo hat sie denn so den Arsch in der Hose hergehabt? Erstaunlich auf alle Fälle. So, ich sehe schon. Ich werde jetzt auch Feierabend machen. Also besser gesagt, die zum Datehof gehen. Und mal gucken, ob das jetzt das erste Date ist. Weil ansonsten müssen wir nämlich noch ein zweites Date machen. Cool, die war nicht hier. So, wir gehen einfach direkt nach Hause. Nächsten Tag das Date starten. Es könnte sein, dass jetzt schon automatisch auch das Richtige aktiviert wird, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich wollte euch ja gerne zeigen. Also ich habe es nochmal nachgeguckt. Ihr müsst wirklich mit derjenigen, also Conference sein. Und dann erst aktiviert sich dieses zweite Date, was ich ja geredet habe, wo man eben halt dann in verschiedenen Bereichen gehen kann, verschiedene Sachen machen kann. Ein Bereich war vorhin noch gesperrt, weil ich dann, glaube ich, noch nicht so viele Affection Points hatte oder so. Das kommt dann aber noch nach. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, wie viele Punkte ich jetzt hier kriege noch. Ja, gibt es immer noch ein paar. So, und wir gehen einfach, aber wir hätten auch gleich nach Hause gehen können, ne? Na komm. Gar nicht lange Fackel, sonst komme ich hier nur noch wieder in eine längere Phase rein. Wir wollen ja gucken, was los ist mit dem Date. So, nächsten Tag, ab zum Date. Mit unserer neuen Girlfriend. So, wir haben ein Date geplant. Vielleicht eventuell muss ich noch ein zweites Mal zu dem Date gehen. Aber wir werden es ja gleich sehen. Schwarzbalken lädt. Nee. Also doch, ihr müsst ein Date mit ihr dann gehabt haben. Na toll, und das erweist sich auch noch als Flaschenhals. Was für ein begeistertes erstes Date. So, wir gehen jetzt nochmal weiter. Ich skippe jetzt auch gleich bis zum nächsten Freitag durch. Zack, bumm, sind wir schon geskippt. Ab in den nächsten Tag rein. Samstag, die Alte nochmal auf ein Date einladen. Und dann hoffentlich müsste sich endlich das neue Menü öffnen. Wir müssen sie auch gar nicht lange suchen. Wenn sie da ist, rufen wir sie einfach an und sie kommt zu uns. Das hat einen sehr guten Effekt. Muss man nicht immer dann ein Clubboard machen oder so. Sonst müsste man ja eigentlich zum Clubboard hin. Da kann man ja die Leute auch noch herbestellen. Und auch zu einem gewissen Raum bestellen, wenn man möchte. Da geht das Ganze dann auch. Follow me ist ja dann auch. Dann folgt sie euch. Egal wohin ihr geht. Ihr könnt auch mit F3 die Räume ändern.
Und dann eben halt in andere Räume gehen. Wir desto nicht so trotz holen das Handy raus und rufen sie einfach mal an. Na gut, sie war echt weit weg. Aber ihr seht, es funktioniert gut, ne? Und da steht sie da halt bei euch. Das ist einfacher, wenn ihr mal irgendwo seid und so, irgendwie wollt. Sie ist, was weiß ich, was gerade am anderen Ende. Am anderen Ende vom Arsch der Welt. Ja, essen tun wir auch nochmal eben schnell. Eieiei. Muss man auch nochmal eben schnell alles erledigen. So, und dann gehen wir auch gleich direkt nach Hause. Ich habe gesagt, ich gehe gleich direkt nach Hause. Ja, wir gehen gleich direkt nach Hause. Wir bleiben gar nicht erst da. Und wir skippen jetzt den nächsten Tag auch durch. So, dann zack, ab in den nächsten Tag. Und schon kommen wir zum zweiten Date. Und das meine ich ja, das müsste jetzt anders sein. So, jetzt kommen wir in den Afterschool-Part eigentlich rein. Ihr seht selber, der Bildschirm hat sich verändert. Ihr seht doch selber, alles ist ein bisschen anders. Und jetzt könnt ihr... Wir waren ein bisschen zu früh da. Nee. Sie hat gewartet. So, und jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ihr machen wollt. Der Amüsierpark ist noch geschlossen. Ihr könnt in die Karaoke gehen, ihr könnt mit ihr ins Café gehen oder ihr könnt mit ihr in den Park gehen. Wir gehen einfach mit ihr erstmal in die Karaoke. Denn da wird euch schon was Lustiges erwarten. Was kann ich die Part nennen? Soll Karaoke mit unserem Date? Ich glaube ja. Wie sowas in der Richtung würde ich da bestimmt wieder stehen. Mal sehen, wie sie singt. Ihr hört also, auch Gesang kommt. Aber nein, ihr müsst nicht selber singen, zum Glück. Also ihr braucht euch mein Gekrächze nicht anhören. Die Dates sind übrigens dann unterschiedlich auch, ne? Also es kommt je nach Charakter drauf an und Art und Weise, wie derjenige drauf ist, sind die Dates auch immer unterschiedlich. Gerade was Karaoke und sonst was das angeht, das ist immer unterschiedlich. So, wir können sie jetzt entweder mit nach Hause nehmen.
ins Love-Hotel nehmen oder wir sagen ihr einfach Goodbye. Und ich denke aber mal, es wäre die richtige Entscheidung, beim ersten Date einfach nicht so direkt in die Fresse zu fallen und nicht wie ein rumpftiger Hengst über die Alte hinterher zu fallen. Ein einfaches, nettes Goodbye hilft auch. Man hat ja einen schönen Tag gehabt. Und einen Kuss gibt's auch noch mit drauf. So, ihr lieben Freunde, damit hoffe ich, hat euch die Koikatsu-Reihe gut gefallen, denn ich werde hier jetzt das war der letzte Part, habe ich ja auch gesagt, von Koikatsu, und ich hoffe sehr, sehr, es hat euch wirklich gut unterhalten. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen gut alles rüberbringen, kaum Patzer drin gehabt, zum Glück im LP, außer, ich glaube, einmal aus Versehen zu schnell geklickt beim Mai-Event. Ich hoffe, es war sehr lustig für euch. Wie gesagt, ich werde mich dann jetzt um meine weiteren Projekte nochmal kümmern, komme dann aber nochmal wieder mit Koikatsu Sunshine. Aber, und da ist kein großes Aber, lasst mir da bitte erstmal wieder ein bisschen Zeit für, weil ich muss da erst noch alles vorbereiten. Ich möchte da erst noch ein paar Testläufe natürlich auch noch durchgehen, dies und das alles, damit ich euch eine gute Unterhaltung bieten kann und auch eine fehlerfreie Unterhaltung bieten kann. Müsst ihr dessen bitte entschuldigen, dass das jetzt erstmal so schnell nicht starten wird. Aber es wird definitiv auf alle Fälle kommen. Ich werde es auf alle Fälle auch ankündigen. Und dann werden wir auch in aller Ruhe mit Koikatsu Sunshine reinstarten. Und dann werde ich euch alles Mögliche zu Koikatsu Sunshine erzählen, was Neues dazugekommen ist, was sich alles geändert hat, dies und das alles. Um dann noch einmal wieder zurück zu Koikatsu zu kommen. Und dann für euch die Hochzeitsglocken läuten zu lassen, denn wir werden einmal heiraten noch. Und auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und wann immer ihr auch das Video gesehen habt, alles, alles Gute und vielen, vielen herzlichen Dank.